Menschen überfahren? Oh, sei bitte vorsichtig, du hast einen Strafzettel bekommen, weil du einen Passanten erwischt hast. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Let's Multiplay. Ich habe mir heute mal den City Economy Service for Your City Simulator ausgesucht. Wir fangen auch direkt mal mit einem neuen Spiel an. Und zwar heißen wir Florian und der Firmenname. Ach, machen wir einfach mal Let's Multiplay da rein. Ups, Screenshot gemacht. Let's Multiplay. So, können wir uns ein tolles Logo aussuchen. Ja, Recycling ist immer gut. Schwierigkeitsgrad Mittel. Alles klar, das läuft. Müllmann sind wir. Alles andere können wir noch nicht machen. Also können auch Gärtner werden, Klempner, Abschleppwagenfahrer und der Straßenkehrer. Ja. Werde als Verantwortlicher für die Müllentsorgung zu einer Säule für die Gesellschaft. Beginne mit einem Müllwagen und einem Plastikrecycling-LKW im Wohnbezirk. Gucken wir mal, ob wir das Ganze mit dem Gamepad spielen können. Es gibt auch einen Multiplayer. Der gute Hidan hat das Spiel auch schon von mir bekommen. Das werden wir demnächst auch nochmal testen. Versuchen wir es doch einfach mal im Singleplayer für den Anfang. MAN scheint Lizenzpartner zu sein. Auch sehr schön, wie ich finde. Bin ich ja mal gespannt, wie es aussieht. Ich habe es vorher noch nicht gespielt. Mal gucken. Auf jeden Fall sind alle Grafikdetails auf Maximum. Die Ladezeiten sind schon ein bisschen länger. Oh, wir haben es geschafft. Juhu, wir sind im Spiel. Gratulation zu deinem ersten Tag als Inhaber eines Dienstleistungsunternehmens der Stadt. Der Bürgermeister, der Buchhalter und die Arbeiter werden dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Okay. Achte auf ihre Tipps in der linken oberen Ecke des Bildschirms. Es gibt eine Menge für dich zu tun in der Stadt, also mach dich am besten gleich an die Arbeit. Viel Glück. Hat er sich gerade am Arsch gekratzt? Okay. Kann ich jetzt mit dem Gamepad schon spielen? Ja, kann ich. Okay. Zieh dich an und mach die Arbeit los. Oh. Ja, schön, dass es gerade so ein bisschen am Ruckeln ist. Gehört das so? Gerade eine neue Grafikkarte drin. Radiant Sapphire. Die R9. 8 GB Speicher. Hm. Mal gucken. So. Okay. Öffne die Jobliste mit F5. Machen wir mal Müllabholung im Wohnbezirk. Job annehmen. Ja, Job annehmen. Sehr schön. Okay. Signalleuchten. Ah, so. Signalleuchten. Sirene. Das ist die Hupe. Okay. Gut, dann fahren wir einfach mal los. Fahre zum Müllcontainer. Ob wir den Müllcontainer überhaupt finden. Oh. Da winkt doch einer. Was will der Typ dann hier? Drücke F, um die Quest anzunehmen. Willkommen in der Stadt im Wohnbezirk. Ich bin Tom und arbeite für das Rathaus. Ah ja. Gut, der Bezirk hat schon seit einer Weile keine anständige Müllentsorgungsfirma mehr engagiert. Okay, zum Glück bin ich hier. Alles klar. Gut. Kann ich auch nicht angehen, die Quest. Geh jetzt zur Story Quest. Okay. Gut. So, fahren wir nochmal los hier. Kann ich hier einen Blinker setzen? Nee, Blinker brauchen wir nicht. Schalten kann er automatisch, sehr gut. So. Irgendwo blinkt das hier. Biegen wir einfach mal ab. Oh, ups. Das ist mit der Kamera ein bisschen schwierig. Zieht die automatisch mit die Kamera? Ich hoffe es doch. So. Ist rot, ne? Ah, scheiße. Naja, egal. Oh, ups. Du hast dein Auto erwischt und einen Strafzettel bekommen. Ja, kann ja mal passieren, ne? Sorry. Kann ich jetzt hier rückwärts fahren? Hallo? Ah, okay. Naja. Ist ja nichts weiter passiert. Der andere konnte ja auch weiterfahren. Ne? Alter, ey. Ich frag mich wirklich, warum das so rot hält. Hm. Naja. Egal. Wird sich schon noch einruckeln. Es regnet ja auch schön. Grafisch jetzt nicht unbedingt ein Highlight, aber. Vielleicht. Ach, wo fahre ich jetzt überhaupt hin hier, ey? Naja, fahren wir mal hier rüber. So. Abkürzungen sind bestimmt erlaubt. Oh, ups. Bin ich gegen eine Bank gefahren? Ja, gib Gas da vorne. So. Oh, ups. Die Menschen überfahren? Oh. Sei bitte vorsichtig, du hast einen Strafzettel bekommen, weil du einen Passanten erwischt hast. Witzig. Ich bin wahrscheinlich schon am ersten Tag pleite.
nicht so weitermache. Alter, was ist denn hier in der Stadt los? So. Oh, hups. So. Geben wir mal Gas hier. Da steht eine Mülltonne. Mal gucken, wie wir die denn jetzt einladen können. So, geht das jetzt hier? Schauen wir uns mal hier hin. Müssen wir jetzt aussteigen? Wo ist denn die Handbremse hier eigentlich? Naja, geht wahrscheinlich so. Fahre erst die Arme aus. Ah ja, okay. Draufdrücken. Ist jetzt ausgefahren? Bestimmt, oder? Das hat einer gesehen. Ey. Jetzt schneit's auch noch. Ich glaube, es hackt. Nee. Okay, jetzt das Ding hier. Muss ich irgendwie schieben oder so? Stand hier? Oh, Moment. Ah, drück F, um die Möglichkeit wieder aufzuheben. Oh, Alter! Was war das denn gerade, ey? So. Komisch, dass es jetzt ging. So, und jetzt muss ich beide gleichzeitig drücken? Wie soll ich das denn machen? Ah. Der Müll muss weg. Und jetzt? Ah, stell den Möglichkeit zurück an seinen Platz. Okay. Der stand hier irgendwo, ne? Oder? Ja. Oder auch nicht. Ach, da muss ich ihn hinstellen. Ach du Scheiße. So. Hör nicht auf, du machst das gut. Ja, nach 15.000 Versuchen. So, die nächsten Müll. Wo sind denn die nächsten Müll aber hier? Kann ich jetzt mal losfahren hier? Achso, die Handbremse ist noch angezogen. Gib Gas. So. Die fahren ja alle wie bekloppt in der Stadt. Kein Wunder, dass hier nicht der Müll abgeholt wurde. So. Ich glaube, im Multiplayer ist es echt ganz nice, wenn dann hinten noch einer draufsteht irgendwie und dann da mitfahren kann quasi. Ich glaube, das ist schon. Das wird, glaube ich, echt ganz geil. Mal gucken, wann hier dann immer Zeit hat. Dann werden wir das Ganze mal zusammenspielen. Jetzt blockieren ja auch noch Autos den Weg. Ey, hallo, ich bin. Geht's noch? Scheiß Audi-Fahrer da, ey. Ja, Junge, ey. Sag mal, geht's dem gut oder? Aber es hackt. So. Das ist mir extra viel Zeit. Sieht zumindest aus wie ein Audi, auch wenn da nicht Audi draufsteht. So, rum, weg. Zack. Komisch, dass es ein bisschen ruckelt. Muss vielleicht nochmal die Einstellung noch ein bisschen runterziehen. Wahrscheinlich ist das Spiel viel zu performance-lastig. Mit der High-End-Grafik und so. So. Los geht's. Weiterfahren. Keine Zeit verlieren. Blink? Kann man selber blinken? Nee, bin ich nicht. So, wir müssen hier, glaube ich, irgendwo abbiegen. Oh, ups. Ja. War ein bisschen doof, das Vorfahrtsschild mitzunehmen. Oh. Hallo, vorwärts! Wieder dagegen gefahren. Industrial Park. Wir müssen jetzt nach rechts abbiegen. So, schon ein bisschen ausholen hier in der Kurve. Ja, wir sind die Müllabfuhr, wir haben Sonderrecht. So. Schön, dass die Kamera auch keine Kollision hat. Wir verursachen hier auch einen kilometerlangen Stau jetzt gerade. Aber das ist egal. Der Müll muss immerhin weg. Ja, draufdrücken! Fressen den Müll! Ich glaube, wir haben sogar unsere erste Mission jetzt geschafft. Menschenskinder. Mann, sind wir gut. Da steht auch noch ein bisschen Recyclingmüll. Den müssen wir wahrscheinlich auch noch nachher noch abholen. So. Juhu, Aufgabe erledigt. So, du hast Geld, Einwohner, Zufriedenheit, Punkte und Erfahrung erhalten. Wähle eine weitere Aufgabe aus der Liste aus. So, ja, wir haben jetzt die ersten Missionen ja erfolgreich abgeschlossen. Und deswegen fahren wir jetzt mal ein bisschen
Recycling in der Gegend herum, beziehungsweise leeren ein paar Recycling-Behälter. Dazu habe ich jetzt hier mal das Fahrzeug gewechselt, was wir auch schon im Startfuhrpark haben. Und wir gucken jetzt mal, wo wir hin müssen. Außerdem habe ich die Grafik ein bisschen runtergeschraubt. Man mag es kaum glauben, mit einem i7, 16 GB Arbeitsspeicher und einer 8 GB starken Grafikkarte, dass man da noch ein bisschen was von den Einstellungen runterschrauben muss. Aber gut. Wir können auch ein bisschen mit Vollgas in der Gegend herumfahren. Wie gesagt, Menschen können wir auch anfahren. Dann bekommen wir dann einen Strafzettel, wenn wir einen Menschen erwischt haben. Oder einen Passanten erwischt haben. Auch sehr unterhaltsam. Ich glaube, ich kann es euch mal zeigen hier. Hallo, ein Mensch. Bumm. Oh, ich habe einen Strafzettel erhalten. Weil ich einen Passanten erwischt habe. Ja, wenn es mal immer so einfach wäre. So, müssen hier irgendwo abbiegen, ne? Ja, ich glaube, hier müssen wir abbiegen irgendwie. So. Da vorne stehen schon die Recycling-Tonnen. Ja. Hat funktioniert. Aus der Innensicht können wir leider nicht fahren. Das wäre natürlich auch noch sehr unterhaltsam gewesen. So, hier stehen Recycling-Tonnen. Sehr schön. Natürlich genau von der falschen Seite rangefahren, aber egal. Wir tun was Gutes für die Umwelt. Die Arme ausfahren. Party hard. So. Schnappen wir uns mal hier in den komischen Container. Drehen, drehen, drehen. Und zack. Und jetzt nochmal draufdrücken. Plastikmüll. Juhu. Weg mit dem Plastikmüll. Muss alles recycelt werden. Ja, Mülltrennung wird hier groß geschrieben. Müllmann ist, glaube ich, schon ziemlich eintönig. Was hast du denn heute in deinem Müll gehabt? Ich hatte eine tote Ratte. Ha! Ich hatte drei tote Marder. Oh. Ach ne, ich dachte, die Kiste wäre voll, aber die ist nur bei 100% des Wartungszustandes. Wir müssen das nicht reparieren. So, sehr schön. Mal gucken, was wir hier haben. Ziemlich viele blaue Säcke. Also Mülltrennung wird hier groß geschrieben. Ist ja auch schon mal nicht verkehrt. So. Eine sehr vorbildliche Stadt. Auch wenn wir nicht wissen, wie diese Stadt heißt. Naja. Nennen wir sie mal Buxhausen. Buxhausen. Buxhausen gibt es bestimmt auch. Wenn jemand von euch Zuschauern aus Buxhausen kommt, schreibt es mal unten in die Kommentare rein. So, ja, noch einmal kurz zurück. Und zwar haben wir jetzt gerade den Punkt erreicht, an dem unser Container voll ist und wir ihn entleeren müssen. Ich soll eine Stelle finden, wo ich das machen kann. Ich glaube, da, wo es blinkt, könnte es gut sein. Ja, noch, auch noch ein anderer kleiner Hinweis. Und zwar gibt es jetzt im Dezember, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo das Video entstanden ist, eine kleine Aktion vom Let's Multiplay-Kanal. Und zwar werde ich sämtliche Werbeeinnahmen, die ich mit dem YouTube-Kanal im Dezember 2015 erreiche, an eine gemeinnützige Organisation spenden. Dazu gibt es auch ein kleines Video und ihr könnt euch auch aktiv daran beteiligen, nämlich indem ihr einfach die Videos schaut. Ja, somit denke ich, dass man damit was ganz Feines machen kann. Und ihr könnt es auch, wie gesagt, gerne teilen, gerne das Video kommentieren und so, was ihr davon haltet. Und da ich ja nicht offen darüber sprechen darf, wie viel Geld ich mit dem YouTube-Kanal einnehme pro Monat, werde ich zusätzlich auch nochmal 10-50% der Einnahmen, die ich jetzt, oder der Werbeeinnahmen, selber nochmal oben drauf packen und das mit dazu spenden. Ja, kommt entweder dem Kinderhospiz Sternbrücke zugute oder Robin Wood oder alternativ auch dem WWF. Das könnt ihr auch mitentscheiden, an wen denn die Spende gehen soll. Ja, in der Infokarte an der Seite hier vom Video seht ihr auch nochmal das Originalvideo, welches ihr gerne teilen dürft. So, und jetzt gucken wir mal, wie das so aussieht, wenn wir hier den Müll abladen. Ich glaube, da müssen wir es entladen, oder? Wahrscheinlich müssen wir rückwärts ranfahren. Juhu. Mal gucken. So. Wir entladen den Müll an dieser Stelle schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Anregungen habt zu City Economy. Oh Gott. Bin ich fast in die Grube reingefahren. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Aber erstmal entleeren wir noch schnell mal hier. Handbremse und F drücken. Ah, jetzt wird der Müll entleert. Juhu. Weg mit dem Müll. So, sehr schön. Bis bald. Ciao, ciao, sagt Florian von Let's Multiplay.